Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Auli, und zwar zur Folge 40. Die Folge 40 nenne ich heute wahrscheinlich mal Brücken-Update. Brücken-Update deswegen, weil wir hatten ja in der letzten Ausgabe schon mal darüber gesprochen, dass ich die Brücke hier hinten, diese Bogenbrücke aus Z-Tagen, wo ich ja gesagt habe, das passt ja ganz gut, dass ich die, ja gut, dass hier was dahinter liegt, da hauen gerade meine Waggons ab, dass ich meine Bogenbrücke aus Z-Tagen, die ich eigentlich, ich habe es ja auch so genannt, letztes Mal schon eigentlich raushaben wollte, wegnehmen wollte und also ich nehme sie raus. Ich habe mir das Ganze überlegt, ich werde sie jetzt gleich rausnehmen und werde euch die neue Variante, die neue Brücke dazu mal zeigen. Ich muss mal ein bisschen vor, wenn das Licht hier hinten an ist, bin ich immer so dunkel hiervon. Aber mein Gott, Hauptsache man sieht mich irgendwo in irgendeiner Form immer noch und das reicht schon. So, ich hatte es ja letztes Mal schon gemacht, ich habe es rausgenommen, die Brücke kommt jetzt weg. Ich sag mal so, ich habe zwei vernünftige Brücken davon noch da und ja, wer sie haben will, schreibt mich einfach an. Dann können sie gerne gegen Portokosten verschickt werden. Ich brauche sie einfach nicht mehr. Ich habe vier, aber zwei davon sind, warte, ich guck mal kurz, Augenblick. Hoppala. Na, da bin ich. So, ich habe ja vier Stück davon, aber zwei davon sind nicht so, wo ich sagen kann, dass ich die noch gerne jemanden geben möchte. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man sieht, bei ihr hier fehlen zwei so eine Streben drin. Und da bin ich ehrlich, das brauche ich keinem mehr zu geben. Das will wahrscheinlich auch keiner haben. Aber wer die anderen beiden, die noch in Ordnung sind, gerne haben möchte, gerne. Kein Problem. So, dann kommen wir mal zu meiner Eigenentwicklung. Und zwar habe ich hier eine Brücke, die wird jetzt wahrscheinlich sehr schlecht zu sehen sein. Die habe ich mal wieder aus meinem 3D-Drucker rausgekitzelt. Die ist in der Beleuchtung jetzt hier wahrscheinlich schlecht zu sehen oder vielleicht ein bisschen so zu sehen. Die habe ich ähnlich wie meine Gitterbrücken in so einen grünen Grundton gegeben. Das heißt, die sieht wirklich gammelig aus. Aber darum soll es ja eigentlich auch gehen. Und die, bin ich der Meinung, passt wesentlich besser jetzt da oben hin zu dem Bahnhof, der ja gerade hier im Bau ist, wo ich gerade am Werkeln bin. Da kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu. Aber wie gesagt, das Ding baue ich jetzt da hinten ein. Und ich denke, da schwenkt man auch gleich mal drauf. Und dann schauen wir uns an, wie es vor Ort aussieht, wa? Also bis gleich, bis da drüben oder bis jetzt, ich blende ja gleich um, ne? Ja, da sind wir nun an der Platte und wie versprochen wollen wir das Ganze mal einsetzen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt hier ein bisschen besser sehen können, ob das jetzt hier so, wo müssen wir hin? Hier hin, glaube ich. Entschuldigung, wenn ich mal ein bisschen da hingucke, ich habe da einen Monitor. Und aber man sieht es ganz gut, ob ich jetzt die Seite hier verwenden soll oder die Seite verwenden soll, weil ich sag mal so, die in gammeliger, ein bisschen gebrauchter, ein bisschen verrosteter, obwohl das wahrscheinlich mehr so, naja, minimal ist, werden die eben, ja, die gefällt mir ganz gut so vom Auftreten her, vom Gesamtbild. Wahrscheinlich werde ich dann doch die Seite reinnehmen. Hier drinnen hatte ich ja, wie gesagt, so ein Gitter reingedruckt. Das ist reine Fantasie, da habe ich mir jetzt nichts bei gedacht. Da hier in der Mitte mache ich halt die großen Zickzackmuster. Ich guck mal kurz, ob ich hier noch ein Gleis habe, was gerade ist, so dass man das ganz gut sehen kann. Ich schaue mal kurz wieder darüber, ja. Und so wird es dann praktisch hier drinnen sitzen. Sehen wir das so ein bisschen hier? So wird das praktisch drauf sitzen. Das habe ich ausgemessen. Oder eben von der Rückseite sitzt man vielleicht ein kleines bisschen besser. So, also praktisch auf diesen Streben, die hier drauf sind, habe ich mir das ausgemessen, außen so ein bisschen wie so eine Art, ja, wo man halt langlaufen kann oder irgend sowas in der Art. Aber ja, sollte passen, denke ich mir mal, ne? Gut, dann werden wir jetzt mal auf die Platte, dann werde ich mal das vorsichtig drehen, ohne dass wir hier sonst was für Ruckler drin haben und das Ganze noch grausam wird. Passen, noch ein bisschen reinzoomen. Ah, das sollte gehen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie unscharf wird durch den Zoom. Ist ja
optischer, aber egal, ich denke mal, das sollte so passen. Ja, und jetzt denke ich mal, nehmen wir jetzt die gammelige Seite oder nehmen wir die andere Seite? Nehmen die hier. Jo, und dann kommt das Ganze schon hier drunter. Bisschen mit aufs Bild hier drauf. Runterfummeln. Dann in die Aussparung. Ich habe also zugesehen, dass ich das in die Aussparung reinmache. Von der anderen Brücke. Und das Gleis so ein bisschen fest drücken hier. Nee, so richtig. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Ich muss nämlich hier an den Stellen, ich mache irgendwas zum Zeigen, dass ich meinen dicken Finger ja nicht immer reinhalte. Hier an den Stellen, hier so. Und hier muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen, naja, ausfräsen. Ausklinken mit dem Messer oder was weiß ich, ist ja egal. Auf jeden Fall ist das von der Stimmigkeit her, finde ich, ganz gut gelungen. Ich will es trotzdem reindrücken. So, jetzt haben wir zwar hier einen kleinen Cut drin, aber das ist nicht weiter schlimm. All dieweil, ich wollte ja mal, oh, mein Riesenarm jetzt im Bild hier. Gehe ich mal hier. So. Block draufsetzen. Das Gleis ist noch nicht ganz mittig. Das muss man noch ein kleines bisschen ausgleichen. Ja, aber man denke, ich kann ganz gut sehen, dass das gut reinpasst. Hier werde ich nicht ganz hinfahren können. Wie gesagt, es liegt nicht ganz stimmig. Aber so sollte es in irgendeiner Form ja passen und recht nett aussehen. Hier unten werde ich dann diese Art von Portal hinsetzen, wie wir es ja damals gemacht haben in der ersten Folge von dem 3D-Druck. Das kommt dann hier so drunter. Natürlich, hier sind diese kleinen Zapfen dran. Das muss natürlich länger und passen. Das ist ja überhaupt nicht dafür gemacht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall muss man sich so vorstellen, dann kommt das drunter. Das wird wahrscheinlich in einer der nächsten Ausgaben mal kommen. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch. Und hier unten drunter habe ich wahrscheinlich, ich muss aber erst mal gucken, wie das wirkt, vor noch eine Beleuchtung reinzubauen. Hier unten, vielleicht sogar in den Tunnel mal, das muss ich sehen. Es soll nicht irgendwie quatschig wirken. Aber ich denke, hier unten wird es bestimmt recht nett aussehen, da ja im Grunde genommen die Strecke hier hinten, das machen wir mal mit dem Kork hier, so denke ich mal ganz gut. Hier unten wird es ja zu sein. Ja, und hier, ich glaube, jetzt bin ich wieder komplett im Weg auch. Es ist ja nur der kleine Abschnitt hier zu sehen und der Rest ist ja dann zu. Ich habe wahrscheinlich, ihr kennt mich, ich baue ich habe die Ideen beim Bauen. Wahrscheinlich wird das hier so ein kleines bisschen Überhang finden, so vielleicht. Und dann wird auch die Strecke hier unten, warte, ich versuche mal noch ein bisschen hier nach unten zu gehen. Hier so drunter, wo so dunkel ist gerade hier, das ist so ein bisschen, macht viel aus, ja. Egal, wo praktisch meine abgehauenen Waggons stehen, die jetzt der eine Waggon nicht richtig passt schon, dadurch rollt es nicht. Wahrscheinlich mit Arkaden irgendwas ausfüllen werde, aber da kommen wir mal noch zu, da mache ich mich jetzt überhaupt noch nicht verrückt. Erstmal ist der Bahnhof hier oben dran, dass das vorwärts geht, dass da was gemacht werden kann. Aber eben um diesen Bahnhof hier oben zu machen, muss ich natürlich mich erstmal um die Brücke kümmern. Das habe ich jetzt hiermit getan. Muss natürlich jetzt alles ordentlich verlegen. Wenn das dann drin ist, dann werden wir das hier verlöten. Dann kommt ja, ja irgendwann der Schotter noch dran und so weiter und so fort. Aber ich denke, das passt. Ich bringe nachher noch ein paar Nahaufnahmen dazu. Moment, ich werde mich mal wieder ins Bild rucken. Oh, oh. Bisschen groß, Moment, da sieht man ja jede Hautunreinheit hier. Mal einen Augenblick, ich will mal gucken, dass ich jetzt hier, da sieht man jetzt mein schönes Regal da oben und da ist der Uli wieder. Und ja, ich denke, das soll es dazu erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt noch ein paar Bilder hinten ran machen, aber ich werde das ein bisschen schneller durchziehen, nicht ins Detail reingehen, weil im Grunde genommen die ganzen Arbeiten, das ähnelt ein bisschen den Gitterbrücken und wir müssen ja nicht immer das Gleiche bringen, ne? Will ja auch keiner. Alles klar, bis gleich. Genau, braucht kein Mensch. Ja, in der ganzen Kürze liegt die Würze heute drin. Hier sehen wir aus Fusion 360, wie ich die Brücke entwickelt habe. Hier allerdings noch mit dem SP, mit dem Steampunk-Logo vorne drauf. Das ist da nicht mehr mitgedruckt. Hier sehen wir es allerdings auch noch bei Kuba. Ne, ich glaube, entschuldigung, auf der einen Seite ist noch drauf. Aber die ist, glaube ich, hinten jetzt. Aber ist egal. Hier ist jetzt der fertige Druck. Was wir hier so weiß leuchten sehen, das ist nur Licht von der Kamera. Das ist alles schwarz. Hier sehen wir es besser. Da ist nichts mit irgendwelchen weißen Rändern oder sowas, obwohl das sowieso egal gewesen wäre.
weil ich es ja dann sowieso grundiere. Hier sehen wir übrigens, wie ich sie zusammengesteckt habe, die Brücke. Und das habe ich jetzt verändert, indem ich jetzt hier Zahnstochern gearbeitet habe. Das heißt, ich habe die Zapfen abgeschnitten. Ich habe dann Löcher reingebohrt und habe dann die Zahnstocher verwendet. Das fand ich stabiler als diese millimeterstarken Plastikzapfen. Hält übrigens hier super. Es ist dann verklebt worden. Da habe ich dann so kleine Klemmen dran gemacht, dass das dann, wenn es fest werden sollte, auch schön gerade alles ist. Und hier sehen wir schon nach dem Kolorieren, nach dem Altern, nach dem Verrosten. Das Rest habe ich euch mal alles erspart. Das habe ich beim letzten Video schon in zur Genüge übergezeigt, wie ich das bei den Gitterbrücken gemacht habe. Ähnliches System habe ich hier gemacht. Ich mag diesen leichten grün abgeblätterten Lack hier drauf. Und dann, wie gesagt, alles grundiert mit Army Painter. Und da sehen wir es schon wieder da oben auf die Gitterbrücke aus dem anderen Video. Und das war es schon für heute. Da danke ich dir auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist, dass du es angeschaut hast mit mir. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wie immer bei meinen kleinen Kanälchen. Und wenn du noch kein Abonnent sein solltest, klick doch einfach drauf. Das hilft mir beim Wachsen. Und wie ich gesagt habe, irgendwann, wenn die Werbung, die Zwangswerbung kommt, ich will sie ausschalten können. Bloß dazu brauche ich eure Hilfe. Mach's schön gut, dein Aqua Painter aka Oli. Tschüss.